Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit mir ein bisschen was machen wollt. Und zwar geht es heute um die Schultern und um den Nacken. Wir werden die Schultern ein bisschen bewegen, wir werden sie dehnen, wir werden sie kräftigen. Und das gleiche machen wir auch für den Nacken. Was ihr braucht, wäre ein Klotz, ein Yoga-Block. Und wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ihr einfach ein Buch, was so ungefähr diese Größe hat. Und was auch ganz hilfreich wäre, wäre eine Decke oder ein großes Handtuch, später zum Sitzen. Wir fangen aber an im Stehen. Komm auf deine Yogamatte. Stell dich bequem, gerne ein bisschen breiter. Lass deine Arme ganz locker nach unten hängen und wenn du magst, schließ deine Augen. Und spür dich mal in deinen Schulter-Nackenbereich hinein. Stell dir vor, wie du mit jeder deiner Ausatmungen, deiner nächsten Ausatmungen, die Schultern immer tiefer und breiter nach unten sinken lässt. So als wären es schräge Linien, von denen der ganze Stress, die ganze Anspannung, die sich manchmal so ansammelt, abfließen kann. Spüre die Bewegung des Atems in deinem Körper. Atme tief über die Nase ein. Und vollständig über die Nase aus. Noch einen tiefen Atemzug in dieser Haltung. Und dann öffne langsam deine Augen. Falte die Hände auf deinem Rücken. Zieh die gefalteten Hände Richtung Boden, Richtung Fersen und dann neige dein Kinn nach unten Richtung Brustbein. Wenn du magst, kannst du deine gestreckten Arme noch ein bisschen vom Rücken wegdehnen. Lass dabei die Schulterblätter ganz nah zueinander kommen. Bleibe in dieser Position und rolle jetzt mit deinem Kinn langsam zur rechten Schulter, über Mitte unten zur linken Schulter. So als wolltest du mit deinem Kinn einen Halbkreis zeichnen. Bleib in der Aufrichtung. Schulterblätter nahe zueinander gedehnt, Weite in deinem Brustraum und nur diese kleine Bewegung um den obersten Halswirbel hin und her, wie so ein Pendel. Und dann führ dein Kinn nochmal zurück in die Mitte, nach unten. Intensiviere nochmal die Dehnung, indem du deine gestreckten Arme noch intensiver vom Rücken wegdehnst. Beuge leicht deine Knie, beuge deinen Oberkörper und dehne deine gestreckten Arme noch mehr vom Rücken weg. Lass die Knie gebeugt, dein Kopf, dein Nacken ganz entspannt. Atme ein, lass deine Arme zurück auf den Rücken sinken, lass die Knie gebeugt und roll dich Wirbel für Wirbel langsam wieder nach oben. Atme aus und löse die Hände. Komm an den vorderen Rand deiner Matte
und mach jetzt mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach hinten. Mach den Schritt tatsächlich groß, denn wenn er größer ist, wird dir die Übung etwas leichter fallen. Also mach ihn so groß, wie du kannst. Die rechte Ferse am Boden, die rechte Fußspitze leicht ausgedreht, ungefähr 45 Grad, das rechte Bein gestreckt, die rechte Leiste lang, das linke Knie gebeugt. Und dann schiebe deine rechte Beckenhälfte, da kannst du gerne deine Hand zur Hilfe nehmen, noch ein bisschen nach vorne, sodass dein Oberkörper sich nach vorne ausrichtet. Atme ein, führe deine Arme über vorne nach oben. Handflächen sind zueinander gedreht und mit deiner nächsten Ausatmung neigst du deinen Oberkörper und legst ihn schräg in den Raum, sodass in deiner Vorstellung das rechte Bein, dein Oberkörper und beide Arme in einer Linie sind. Du beginnst jetzt zu kreisen im Schultergelenk. Du ziehst einatmend die Schultern hoch zu den Ohren. Atmest aus und rollst nach hinten und unten. Eine langsame, deutliche Bewegung im Schultergelenk. Sollte dir die Position von den Beinen her zu anstrengend sein, dann machst du die ganze Übung einfach im aufrechten Stand und konzentrierst dich nur auf die Bewegung in deinen Schultern. Manchmal kracht es so ein bisschen. Keine Sorge, es macht nichts. Auf jeden Fall wirst du langsam spüren, dass Wärme entsteht in deinem Körper. Dass es auch langsam vielleicht ein bisschen anstrengend wird. Du atmest aber ruhig und gleichmäßig weiter. Jetzt breitest du deine Arme aus in Schulterhöhe, drehst deine Handflächen nach oben, deine Daumen nach hinten und führst in diesem Winkel bleibend die Arme noch weiter nach hinten, sodass die Schulterblätter wieder nah zueinander kommen. Der Oberkörper immer noch schräg, das linke Bein gebeugt, das rechte gestreckt und du beginnst wieder zu kreisen im Schultergelenk. Möglichst große, gleichmäßige Kreise. Wir verändern die Armposition. Du führst deine Arme nah an den Körper, ziehst die Schultern nochmal aktiv von den Ohren weg, schaffst Länge in deinem Nacken, drehst die Handflächen zueinander und beginnst nochmal zu kreisen. Die Arme muskulär aktiv, also ganz gestreckt und du konzentrierst dich auf die Bewegung in deinen Schultergelenken. Gleich hast du es geschafft. Noch ein letzter großer Kreis. Richte dich auf, atme ein, streck dein linkes Bein, dreh deine linke Fußspitze nach vorne, die rechte Ferse nach innen und komm an in einer großen Grätsche. Winkel deine Arme an, mach Fäuste mit deinen Händen und zieh deine Arme weit nach hinten, so weit wie du kannst. Öffne jetzt deinen rechten Arm auf die rechte Seite, öffne deine Hand. Zieh jetzt nur den Arm, es bewegt sich tatsächlich nur der rechte Arm jetzt nach hinten, nach rechts hinten, so weit wie es geht. Hast du das Gefühl, es geht nicht mehr weiter, kommt der Oberkörper mit und auch der Kopf.
Du drehst wieder so weit du kannst. Und wenn du an deiner Grenze bist, dann versetzt du die linke Fußspitze nach innen, die rechte Ferse nach innen und spürst, dass du weiter noch drehen kannst. Auch hier gehst du bis an dein Maximum, holst dir den rechten Arm wieder angewinkelt nah an den Körper, streckst den linken Arm auf die Seite, öffnest die linke Hand. Nur der linke Arm bewegt sich, tatsächlich nur der Arm, bis du die Dehnung im Arm in der Schulter spürst. Dann fängt der Oberkörper an mitzudrehen. Nur der Oberkörper und der Kopf. Die Beine bleiben, wo sie sind, die Füße bleiben, wo sie sind. Du drehst wieder so weit du kannst. Holst dir jetzt die rechte Fußspitze nach innen und die linke Ferse. Und du siehst vielleicht jetzt, dass die Füße immer näher zueinander kommen. Drehst wieder so weit du kannst. Geh da wirklich bis an deine Grenze. Hol dir den linken Arm wieder nah an den Körper und strecke deinen rechten Arm. Öffne die rechte Hand. Rechter Arm rotiert nach rechts, nur der Arm. Der Oberkörper folgt, so weit wie es geht. Linke Fußspitze nach innen, rechte Ferse und du drehst wieder so weit du kannst. Holst dir den rechten Arm wieder nah an den Körper, streckst den linken aus, öffnest die linke Hand. Der linke Arm kreist nach links. Der Oberkörper folgt. Du gehst wieder bis an deine Grenze. Und jetzt erst rechte Fußspitze nach innen, linke Ferse. Und du drehst weiter. Und jetzt holst du dir den linken Arm wieder nah an den Körper, drehst dich wieder nach vorne zum vorderen Mattenrand und nimmst die rechte Ferse nach innen. Entspannst die Arme und führst beide Fußspitzen nach vorne. Und idealerweise hast du es geschafft, wieder in einem hüftbreiten Stand dich einzufinden. Beug jetzt deinen Oberkörper ganz entspannt mit gebeugten Knien nach unten. Lass zunächst mal die Arme locker hängen. Lass die Knie unbedingt gebeugt. Dein Kopf mit seinem ganzen Gewicht, dein Nacken pendeln sich nach unten aus. Und jetzt legst du deine rechte Hand in die linke Armbeuge und die linke Hand in die rechte Armbeuge. Und mit gebeugten Knien lässt du dich weiter nach unten aushängen. Gib nochmal deinem Kopf das Gefühl, dass er mit seinem ganzen Gewicht wie ein nasser Sack, wie eine reife Frucht nach unten hängen darf. Dein Gesicht entspannt, dein Kiefer und vor allem deine Schultern. Löse die Handhaltung, lass die Arme nochmal locker nach unten hängen, wie so ein Affe. Lass die Knie gebeugt und roll dich Wirbel für Wirbel langsam wieder nach oben. Und dann komm wieder an den vorderen Rand deiner Matte und mach mit dem, ich mach's von der anderen Seite, dann seht ihr mich besser, mit deinem linken Bein einen großen Schritt, einen deutlichen Schritt nach hinten. Fußspitze leicht ausgedreht, Ferse am Boden, Bein ganz gestreckt, gedehnte Leiste, rechtes Knie gebeugt. Schiebe deine linke Beckenhälfte nach vorne. Nimm einatmen deine Arme über vorne nach oben. Und neige deinen Oberkörper wieder, bis er sich in einer Linie befindet mit deinem hinteren Bein und deinen Armen. Und beginn zu kreisen im Schultergelenk. Eine Bewegung, die
in den Schultern entsteht. Genieß die Wärme in deinem Körper, die Bewegung, die Kraft auch in deinen Beinen. Und dann breite deine Arme aus in Schulterhöhe. Öffne deine Handflächen nach oben, Daumen nach hinten und zieh jetzt die Arme noch etwas weiter nach hinten und beginn wieder zu kreisen. Oberkörper ist immer noch nach vorne geneigt. Rechtes Knie über dem Sprunggelenk, linkes Bein gestreckt. Letzte Position der Arme, du führst die Arme nah am Körper nach hinten, drehst die Handflächen zueinander, dehnst nochmal die Schultern weg von den Ohren, aktiv und beginnst in dieser Position wieder zu kreisen. Ein letzter Kreis und dann richtest du dich einatmend auf, streckst dein Bein und kommst aus der großen Grätsche ans Ende deiner Matte, stellst die Füße hüftbreit, neigst dich mit gebeugten Knien langsam nach unten in die Vorbeuge und dann läufst du auf deinen Händen langsam nach vorne und kommst in den herabschauenden Hund. Fächere deine Hände gut auf und schieb dich mit deinen aufgefächerten Händen von deiner Matte weg, nach hinten und oben. Du kannst gern die Knie leicht gebeugt lassen. Dein Becken kippt auf die Art etwas leichter nach vorne, der untere Rücken wird ganz flach. Und nachdem wir heute so ein bisschen Fokus Schultern haben, versuchst du mal deine Oberarme etwas nach außen zu drehen. Und spürst vielleicht, dass durch diese kleine Rotation nach außen sich deine Schulterblätter ganz flach an den Rücken legen, wie so kleine Flügelchen. Lass deinen Nacken lang, dein Scheitelpunkt zeigt Richtung Boden. Wenn du magst, kannst du langsam die Beine strecken und vielleicht sogar noch deine Fersen Richtung Boden dehnen. Mit deiner nächsten Einatmung kommst du jetzt in die Bretthaltung. Dein Becken sinkt, deine Beine sind ganz gestreckt, deine Hände immer noch aufgefächert. Versuche sie gleichmäßig zu belasten und denk dir deine Schultern breit. Auch hier vielleicht durch eine kleine Rotation deiner Oberarme nach außen. Zieh nochmal die Fersen Richtung Boden, Kraft im Bauch. Wir halten noch drei Atemzüge, kannst aber jederzeit die Knie am Boden absetzen, wenn es dir zu anstrengend wird. Aber die Schultern wollen ja auch ein bisschen gekräftigt werden. Thank you.
Und jetzt setz langsam deine Knie am Boden ab, auch deine Fußrücken. Und versuch jetzt mal die Arme ganz nah am Körper zu beugen und langsam in die Bauchlage zu kommen. In der Bauchlage angekommen, legst du deine Stirn auf deine Handrücken und legst dein rechtes Bein über dein linkes im Fußgelenk gekreuzt. Mit deiner nächsten Einatmung löst du jetzt deine Arme vom Boden und deine Beine in dieser Haltung und lässt aber deine Stirn an deinem Handrücken. Hebst deine Ellbogen noch ein bisschen an, so gut es geht. Atmest über die Nase ein und über die Nase aus. Vielleicht kannst du deinen Oberkörper noch etwas mehr heben. Vielleicht kannst du deine Ellbogen noch etwas mehr heben. Lass deinen Nacken lang, lass die Stirn an deinen Handrücken ruhen. Und mit deiner nächsten Ausatmung sinken deine Arme nach unten, deine Beine. Du legst die Beine wieder nebeneinander. Führst deine Arme nah am Körper nach hinten und drehst jetzt deinen Kopf mit langem Nacken nach rechts und legst ihn ab auf der linken Schläfe, auf dem linken Ohr und genießt diese feine kleine Dehnung, die jetzt entsteht in deinem Nacken. Deine Schultern ganz entspannt, die dürfen so ein bisschen nach unten sinken und deine Fersen nach außen. Das ist schön für den unteren Rücken. Schließ vielleicht deine Augen im Moment und konzentriere dich auf deine Atmung. Und spür die Bewegung in deinem Brustkorb, wenn du einatmest, im Bauch. Atme nochmal tief ein und ausatmen, dreh dich zurück in die Mitte. Bring deine Arme jetzt in die Kerzenleuchterhaltung oder Kaktus, rechter Winkel im Ellbogen. Die Stirn ist noch am Boden und du legst jetzt dein linkes Bein über dein rechtes. Mit deiner nächsten Einatmung löst du die Arme, löst deine Stirn und die Beine vom Boden. Bleib möglichst in dem rechten Winkel und versuch jetzt deine Arme etwas weiter nach oben zu heben. Und lass sie ausatmend wieder ein bisschen sinken. Nur die Arme einatmend heben. Die Stirn zeigt Richtung Boden, der Nacken bleibt lang, die Beine bleiben wo sie sind, nur leicht gehoben und es bewegen sich nur die Arme. Einatmend nach oben, ausatmend ein bisschen nach unten. Spüre, wenn die Arme sich heben, kommen die Schulterblätter näher zusammen und ausatmend wieder etwas auseinander. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Leg deine Arme ab, deine Beine wieder nebeneinander. Führe deine Arme nah am Körper nach hinten und dreh deinen Kopf mit langem Nacken nach links. Leg ihn ab, lass dann die Schultern nach unten sinken und deine Fersen nach außen. Und nutze wieder diesen kleinen
kleinen Moment, um alle Anspannung aus deinem Körper zu entlassen. Im Nacken, in den Schultern, in den Armen, im unteren Rücken und natürlich auch in den Beinen und in den Füßen. Atme nochmal tief ein und dreh ausatmend den Kopf wieder zurück in die Mitte. Hol dir deine Hände unter deine Schultern. Arme sind nah am Körper. Drück deine Hände kraftvoll in den Boden. Richte dich auf über die Kobra in den Vierfüßler. Lass deine Hände jetzt, wo sie sind, schieb dein Po Richtung Fersen. Führ die Hände jetzt etwas näher zusammen, sodass die Daumen sich berühren und die Hände aber immer noch aufgefächert sind. Und jetzt heb dein Becken noch mal ein bisschen an und versetze deine Knie etwas weiter nach hinten, sodass deine Oberschenkel senkrecht stehen. Lass deine Arme jetzt ganz gestreckt, lege deine Unterarme nicht ab, sondern lass sie von der Matte gehoben und konzentriere dich auf die Dehnung in deinen Schultern und arbeite mit der Vorstellung, dass du deine Achselhöhlen Richtung Boden dehnst. Du kannst deine Stirn, wenn dir das angenehm ist, ablegen und dich so vielleicht besser darauf konzentrieren, dass die Achselhöhlen Richtung Boden sinken. Tief einatmen und lange aus. Und dann löst die Stirn vom Boden. Hol dir deine Knie wieder unter dein Becken. Leg deine Unterarme ab auf deiner Matte und falte die Hände. Streck ein Bein nach dem anderen nach hinten aus, auf deine Fußballen und komm in den Unterarmstütz. Die Ellbogen sind etwas breiter. Heb deinen Hinterkopf etwas an, sodass der Nacken lang bleiben kann in der Verlängerung der Halswirbelsäule. Stütze auch hier wieder deinen unteren Rücken mit Bauchmuskulatur. Aber erlebe vor allem hier die Kraft in deinen Schultern. Hier kannst du jederzeit die Knie am Boden lassen oder ablegen, trotzdem in der Haltung bleiben. Das ist immer noch anstrengend für die Schultern. Noch ein paar Atemzüge. Und begegne dieser Anstrengung mit einem ruhigen, mit einem gleichmäßigen Atem. Und dann sinken deine Knie auf die Matte. Du löst die Hände voneinander und entspannst in der Haltung des Kindes, kannst deine Stirn wieder auf deine Handrücken legen, wenn du magst. Kehrst wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem. Lass deinen unteren Rücken ganz voll werden, während du einatmest. Und ausatmen darf deine Stirn noch etwas schwerer auf deine Hand rücken oder auf den Boden sinken. Thank you.
Du richtest dich langsam auf. Holst dir jetzt, ich habe ein Polster, holst dir entweder ein Polster oder eine Decke oder ein Handtuch, um ein bisschen besser und aufgerichteter im Schneidersitz sitzen zu können. Bei mir ist jetzt die rechte Ferse innen und die linke Ferse innen und die rechte Ferse außen, weil nachher werden wir wechseln. Du brauchst jetzt deinen Klotz oder dein Buch, was auch immer. Vielleicht zeige ich es doch lieber von der Seite, ein bisschen besser zu sehen. Du nimmst deinen Block zwischen oder dein Buch zwischen die Hände und zwar flach. Das heißt, du greifst nicht mit deinen Fingern, sondern hältst ihn flach zwischen deinen Handflächen und führst ihn nach hinten. Rollst deine Schultern nach hinten und unten. Bist also ganz aufgerichtet, streckst jetzt langsam deine Arme und versuchst mit deinen Händen den Block oder das Buch zusammenzudrücken. Und aus dieser Position bewegen sich deine Arme noch ein bisschen vom Rücken weg und wieder etwas näher heran. Das ist eine ganz kleine Bewegung, die da entsteht. Und die sehr anstrengend wird, wenn du versuchst, mit deinen Händen, mit deinen Handflächen, den Block oder das Buch noch so ein bisschen zusammenzudrücken. Sieht total easy und unspektakulär aus, ist aber, das wirst du gleich merken, oder jetzt schon merken, ganz schön anstrengend. Tolle Übung für die Schultern. Ein letztes Mal und dann leg den Block auf die Seite, leg jetzt deinen rechten Arm über deinen linken drüber, Unterarme umeinander, Adlerhandhaltung, Handflächen kommen zueinander oder du kannst einen Daumen fassen. Mit deiner nächsten Einatmung richtest du dich nochmal ganz deutlich auf und dehnst deine Ellbogen vom Brustkorb weg und führst sie ein bisschen nach oben. Spürst die Dehnung im Schultergürtel. Atmest aus, rollst dich ein, ziehst deine Ellbogen aktiv Richtung Nabel. Atmest nochmal ein in die Breite, in die Dehnung in deinem Schultergürtel. Ausatmen. Und einatmen, wieder aufrichten und lösen. Du wechselst jetzt die Seite, jetzt ist meine rechte Ferse innen und die linke Ferse außen. Du beugst deine Arme nah am Körper und zwar so, dass die Oberarme an deinen Körperseiten liegen. Die Handflächen nach oben gedreht und du hast wieder hier diesen rechten Winkel. Mit deiner nächsten Ausatmung drehst du deine Unterarme, nur die Unterarme nach außen, soweit es geht, nach außen und hinten. Und hältst aber den Kontakt deiner Oberarme mit dem Körper. Bleibst einen Moment, du siehst, es geht nicht sehr weit, das ist eine ganz intensive Außenrotation und führst dann deine Hände nach vorne, kreuzt sie einmal und kommst wieder in die Rotation nach außen. Gehst so weit du kannst, lässt deine Oberarme am Körper und nochmal nach vorne kreuzen, ein letztes Mal. So weit wie möglich nach hinten, nach außen. Und langsam auflösen. Dann legst du deinen linken Arm über deinen rechten. Adlerhandhaltung, andere Seite. Handflächen aneinanderlegen, einatmen, aufrichten und heben, die Ellbogen vom Brustkorb wegdehnen
Und ausatmend einrollen. Ganz aktiv rund werden, Nabel und Bauchdecke nach innen ziehen. Erlebe nochmal die Weite, die Breite in deinem Schultergürtel mit deiner Einatmung. Atme aus. Und richte dich langsam einatmend wieder auf und löse. Letzte Übung für den Nacken. Wir bleiben noch im Schneidersitz. Wenn du im Schneidersitz nicht so gut sitzen kannst oder nicht lange so gut, dann legst du einfach deine Fußsohlen aneinander und hast ungefähr auch wieder einen rechten Winkel im Knie. Das wäre eine gute Alternative, um zu sitzen. Ich bleibe im Schneidersitz. Du beugst deinen rechten Arm und ziehst deine rechte Schulter schon mal aktiv nach unten. Jetzt drehst du deinen Kopf ungefähr um 45 Grad nach rechts, sodass sich dein Kinn ungefähr über dem oder in Richtung zu deinem rechten Knie schaut. Bleibst in diesem Winkel, nimmst den linken Arm um den Kopf, linke Hand, rechtes Ohr und ziehst jetzt in diesem Winkel bleibend dein linkes Ohr zum linken Knie. Ganz wichtig ist, und deswegen auch das Polster, dass du ganz aufgerichtet sitzt, dass du dein Brustbein hebst, fast als wolltest du ins Hohlkreuz kommen. Die rechte Schulter zieht aktiv nach unten und mit sanftem Druck ziehst du dein linkes Ohr zum linken Knie. Du kannst gern die Augen schließen, ist man immer ein bisschen feiner in der Wahrnehmung. Ein tiefer Atemzug in die Dehnung hinein. Dann löse behutsam auf, ganz langsam drehst du deinen Kopf zurück, lässt die Arme locker hängen. Kannst, wenn du im Schneidersitz bist, nochmal die Seite wechseln oder einmal kurz die Beine ausschütteln und ziehst jetzt deine linke Schulter aktiv nach unten, machst eine Faust mit der linken Hand, drehst den Kopf zum linken Knie. Umfass deinen Kopf mit deinem rechten Arm, rechte Hand, linkes Ohr und ziehst jetzt dein rechtes Ohr zum rechten Knie. Hebst nochmal dein Brustbein an und schließt wieder gerne deine Augen. Spüre deine Atmung und die Dehnung im Nacken. Seitlich, ne? Hier kann man die wunderbar spüren. Noch einen tiefen Atemzug und dann auch wieder hier ganz langsam auflösen. Letzte Übung in der Rückenlage. Komm auf deine Matte, lass deine Beine aufgestellt, leg deine Arme seitlich ab und schließ deine Augen. Und jetzt stell dir vor, dass du mit deiner Nasenspitze eine liegende, eine ganz kleine liegende Acht zeichnest. Eine ganz winzige Bewegung, die da entsteht, im obersten Halswirbel wieder vor allem.
Und dann lässt du in deiner Vorstellung diese liegende 8 immer größer werden. Versuch sie aber ganz gleichmäßig zu zeichnen. Eine ganz schöne, gleichmäßige liegende 8, die langsam immer größer wird und somit auch die Bewegung immer größer, immer ausgeprägter. Deine Arme bleiben ganz entspannt auf deine Schultern. Und wenn du eine ganz große liegende 8 gezeichnet hast, dann lässt du die langsam wieder kleiner werden. Und noch ein bisschen kleiner. Und noch kleiner. Und am Schluss hast du vielleicht das Gefühl, dass du dich nur noch um einen Punkt herum drehst, und dann lass die Bewegung ganz zur Ruhe kommen. Atme nochmal tief ein und aus. Lass deine Schulterblätter ganz entspannt in deine Matte, in deine Unterlage hineinsinken. Wenn du magst, bleibst einfach noch ein bisschen auf dem Rücken liegen und genießt noch ein paar Minuten Entspannung. Und ich sage tschüss. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr ein bisschen mit mir was gemacht habt. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass es euren Schultern, vor allem den Schultern, gut getan hat. Und ich hoffe auch, dass ich euch bald wiedersehe. Bis dann, alles Liebe.